Alter. Muss ich das so angezogen? Wo du bist? Es war ein Tag wie jeder andere. Ich hatte meine Nashörner gefüttert und war auf dem Weg nach Hause. Ihr denkt jetzt, wie Nashörner gefüttert? Tja, ich habe mir von meinem YouTube-Geld Nashörner gekauft. Genau genommen 2 Stück. Aber was quatsche ich hier groß rum? Ich zeige euch einfach Bilder. Das ist Thorsten. Er liebt es in der Natur. Und hier bin ich mit Thorsten an seiner Lieblingswasserstelle. Dann haben wir noch Erika. Hier bin ich mit ihr im Grünen. Und ja, viel mehr gibt's da gar nicht zu erzählen. Außer, dass heute noch alles anders kommen wird, als ich es erwartet habe. Warum bin ich so verdammt müde? Immer bin ich müde, warum bin ich müde? Ich könnte ein klitzekleines Nickerchen machen und das Wichtige dann später. So mache ich. Ja. Ja. Damn, wer ist denn das jetzt? Na, der kann was erleben. Der kann sich jetzt was anhören. Was fällt Ihnen ein? Ich komme. Bist du ein Engel? Ganz sicher nicht. Was bist du dann? Eine Jägerin. Und was jagst du? Jagst du mich? Nein, ich jage übernatürliche Wesen, die für das menschliche Auge nicht sichtbar sind. Oh Mann. Der war gut. Damn! Hast du grauen Star oder sowas? Das sollst du mal zum Augenarzt. Sie beobachten dich. Deine Augen? Nein, dunkle Wesen. Ach, das sind nur meine Cousins. Aber Afrikaner dunkle Wesen nennen? Uncool! Ich meine nicht deine Cousins. Wen denn dann? Ich verstehe nur, Bahnhof. Hast du zu viel Stranger Things geguckt? Ich meine... Ja, es ist eine gute Serie, aber man sollte eine Serie sein lassen. Es ist nicht so, dass es wirklich dunkle Wesen gibt, die hier rumlaufen und Böses wollen. Dreh dich mal um. Was? Dreh dich mal um. Wow! Ach du Heiliger! Tante Lisa, ich werde es heute nicht zum Ballett schaffen. Hier ist eine Jägerin für dunkle Wesen und ein Dämonenauge in meiner Wohnung. Die sind am Kämpfen, deshalb komme ich diesmal nicht, ja? Aber ich habe dich sehr, sehr lieb, wirklich sehr lieb. Mein Apfelboden ist fantastisch. Damn, ich wollte doch weiter an meinen Spagat trainieren. Dämonenauge? Nein, ich bin's. Mach die Tür auf. Wo ist das Auge? Ich habe es verjagt. Warum sagst du das nicht gleich? Mann! Alles okay? Siehst aus, als hättest du Lack gesoffen. Es kostet so viel Energie, diese dunklen Wesen zu bekämpfen. Das tut mir leid, aber... Vielleicht kann ich dich ein bisschen aufmuntern, weißt du? Ich habe 2 Nashörner mit Erika und Thorsten. Die sind so cool. Was rede ich hier? Ich zeig sie dir. Ah. Ah.
also Nashörner sind wunderbare Tiere, ne? Die sind so schön. Das sind elegante Tiere und die sind grau, wie zum Beispiel Elefanten, aber die haben nicht hier den großen Rüssel, sondern eben Hörner. Ich habe übrigens auch einen sehr großen Rüssel, ne? Was? Nichts. Jedenfalls wusstest du, dass so ein Nashorn bis zu 50 km/h draufkriegen kann? Das ist doppelt so viel wie hier so ein E-Roller. Also die E-Roller sind mega cool, aber ich frage mich natürlich, sind die wirklich so gut für unsere Umwelt? Sind die gut für unsere Umwelt oder nicht? Und da würde ich dich mal fragen, fährst du denn gerne E-Roller? Ich muss Kraft sammeln. Ich werde eine Runde in dein Bett kotzen. Damn! Warum willst du in mein Bett kotzen? Also ich werde dir sehr verbunden, wenn du das lässt. Warum musst du kotzen? Weil ich Kraft sammeln muss. Wie nennt ihr Menschen das denn, wenn ihr euch ausruhen müsst? Na, schlafen! Schlafen. Ein schönes Wort. Ja, ganz toll. Willst du mit mir schlafen? Wie bitte? Ob du mit mir schlafen willst? Ich denke, das würde uns beiden ganz gut tun. Du hast recht. Weißt du, ich wollte schon immer mal mit einem Alien... Ach, das schlafen. Also ich weiß nicht, woher du kommst, aber du scheinst echt ganz schön cool zu sein. Bist eine gute auf jeden Fall, aber du solltest wirklich mal zum Augenarzt gehen. Du hast da irgendwas mit den Augen, aber du hörst mich eh nicht, weil du wahrscheinlich echt tief schläfst. Übrigens, Leute, tut mir den Gefallen. Wenn ihr Nashorn sehen wollt, dann fahrt nach Afrika. Geht nicht in Zoos und Tierparks, da sind die Tiere eingesperrt. Und da sind die Tiere eingesperrt und ich denke mal, ihr wollt auch nicht eingesperrt werden. Tiere gehören in die Freiheit und sollten frei leben. Deshalb tut mir den Gefallen, geht nicht in Zoos, nicht in Tierparks, supportet das nicht. Ich danke euch. Und jetzt werde ich in diesem süßen Alien-Mädel schlafen. Brauchst du noch lange? Ich müsste mal für große Mädchen und das ziemlich dringend. Einfach diesen Metallhebel hoch und dann läuft das Wasser. Da passiert nichts. Kannst kurz reinkommen, mir helfen? Ach, klar. Was hab ich das so angezogen? Bist! Da hat sich wahrscheinlich eine Fliese oder so verschoben. Das ist schon relativ alt, der Boden. Das Leben ist verrückt. Erst kommen zwei Nashörner in mein Leben und jetzt noch eine nice Dämonenjägerin oder was auch immer sie nun ist. Ich soll sie zum Park bringen, damit sie da diese seltsamen Wesen ausschalten kann, wegen denen sie hier ist. Und sie will sich von dort aus auch wieder in ihre Heimat beamen, die irgendwo am anderen Ende des Universums liegt. Naja, ich bin immer froh, wenn ich helfen kann. Was denn? Sie sind hier. Überall. Also ich sehe absolut... nichts. Sag doch, sie sind für das menschliche Auge nicht zu sehen. Ja, aber das Auge in meiner Wohnung, das habe ich gesehen. Ja, weil es gesehen werden wollte. Wie auch immer. Du bleibst hier und ich schlachte die Bisse ab. Du schlachtest die Bisse ab. Das klingt auch mal nach einem Plan, wo ich sage, das ist gar nicht so schlecht. Dass wir praktisch die Monster bekämpfen, beziehungsweise... ich liebe dich! Was? Ich habe geschaut, ob die Gebäudestruktur hier gut gemauert ist. Und ich muss sagen, der Maurer hat hier hervorragende Arbeit geleistet. Maurer ist ein schwerer Job, deshalb meinen vollsten Respekt. Ich habe nicht gepinkelt oder so. Sie sind alle tot. Das heißt, ich werde jetzt gehen. Und gehst du für immer? Solange, bis sie es wieder wagen, sich auf diesem Planeten ausbreiten zu wollen. Dann danke, dass du meinen Planeten gerettet hast. Ich meine, wo du ja ganz woanders herkommst. Schon okay. Pass auf dich auf. Vielleicht sehen wir uns ja nochmal. Ja, vielleicht. Man trifft viele interessante Personen in seinem Leben. Aber nicht alle von diesen Personen bleiben bei einem. Letztendlich musst du deinen eigenen Weg gehen und das Beste daraus machen. Wie sagt man so schön, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. Oh. Oh.
jetzt habe ich mir meinen Schlaf redlich verdient. Was war das für ein Tag? Was war das für ein Tag? Immer so ein süßes Alien. Und ich hätte es fast geküsst. Aber nur fast. Ach, naja, jetzt erstmal. Kleines bisschen Schönheitsschlaf. Mama schüttet meine Leine. Das war das Video, Leute. War mal was ganz anderes. Ich hoffe, es hat euch sehr gut gefallen. Mir hat es sehr gut gefallen. Vielen Dank an Östi dabei. Es hat sehr Spaß gemacht, mit dir zu drehen. Ich bin froh, dass du dich mal wieder, dass du mal wieder gekommen bist. Ja. Ja, muss man tausendmal sagen. Die Einladung mal ja, wieder. Gerne. Auf jeden Fall schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und ob ihr vielleicht sogar noch einen zweiten Teil davon sehen wollt. Und folgt ihr auf jeden Fall auf Instagram, ist unten verlinkt, unbedingt folgen, echt ein cooles Mädchen. Und nochmal ganz kurz, tut mir den Gefallen, gehst du ins Host? Nein. Gehst du? Nein. Okay, geht nicht ins Host, geht nicht in Tierparks, weil wie ich schon im Video gesagt habe, Tiere gehören da wirklich überhaupt nicht hin. Ihr wollt ja auch nicht in irgendeinem Käfig sitzen und jeden Tag gefüttert werden, das ist wie ein Knast. Und ja, deshalb nicht supporten. Folgt mir auch auf Instagram, sehr wichtig. Und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zum nächsten Mal. Peace! Sie sind alle tot. mach erstmal das rein. Okay. Jacke anziehen und dann sagst du erst, sie sind alle tot. Und dann guckst du mich an und das heißt, ich werde jetzt gehen. Okay.